machen die Kinderzimmer in der Regel nicht krank. Die Entwicklung und der Wohlstand haben dazu geführt, dass die Kinder bei uns gesünder sind als zum Beispiel in Entwicklungsländern, wo es wirklich große Probleme gibt. Ja, im Einzelfall gibt es natürlich Faktoren, die das Risiko für bestimmte Erkrankungen, vor allem Atemwegserkrankungen, allergische Erkrankungen bei Kindern erhöhen können. Das ist aber in erster Linie gar nicht so das Kinderzimmer, sondern ist das Verhalten der Eltern. Das Schlimmste ist, wenn die Eltern rauchen. Dann gibt es natürlich auch Faktoren im Innenraum. Ein Beispiel ist ein Baumangel, der zu Wassereintritt und zu Schimmelbildung führt. Kann aber auch ein falsches Benutzerverhalten sein. Ein kleines Kind da ist, wird mehr Wäsche gewaschen und wenn die Wäsche dann zum Trocknen aufgehängt wird und nicht ausreichend gelüftet wird, kann das natürlich auch die Schimmelbildung fördern. Also der erste wichtige Aspekt ist, möglichst viel nachwachsende Rohstoffe einzusetzen, denn die sind nachhaltig und die Produkte mit auf Basis nachwachsender Rohstoffe sind umweltfreundlich. Das heißt Kunststoffe, aber auch Metalle, weil die brauchen sehr viel Energie, zu vermeiden. Der zweite Punkt ist, auch Schadstoffe möglichst zu vermeiden, weil die belasten ja die Gesundheit der Kinder auf längere Sicht. Und wenn man Produkte kauft, sollte man auf drei Zeichen besonders achten. Die prüfen eben, dass im Produkt wenig Schadstoffe drinnen sind. Das erste ist das österreichische Umweltzeichen. Dann gibt es ein Zeichen vom Institut für Baubiologie und das Nature Plus Zeichen. Und diese Zeichen prüfen das Produkt auch nach sehr umfassenden Kriterien. Einerseits auf Schadstofffreiheit, andererseits auf Gebrauchstauglichkeit und auch, dass sie umweltfreundlich erzeugt worden sind. Wichtig ist, man sollte besonders auf die Materialien achten, die großflächig angewendet werden. Das sind in erster Linie Wandfarben. Und der zweite wichtige Punkt sind Bodenbelege. Dort soll ich vor allem Holz einsetzen und Linoleum- und PVC-Böden vermeiden, die sehr belastend in der Produktion sind und die auch Weichmacher enthalten, die in den Raum kommen. Das merkt man am Geruch, wenn der Boden fertig verlegt ist. Ja, bei den Wandfarben wären mineralische Produkte zu bevorzugen, also Silikatfarben, Kalkfarben. Wenn kein Zeichen drauf ist, ist ein bisschen schwierig, jetzt wirklich etwas über das Produkt zu sagen, aber zumindest auf einen Punkt sollte man achten, auf die Lösemittel. Man sollte hinten drauf schauen, VOC, das sind flüchtige organische Substanzen, da sollte nicht mehr als 1 Gramm pro Liter drinnen sein. Es genügen aber wenige Reinigungsmittel und Utensilien fürs Kinderzimmer. Ein Mikrofasertuch ist ausreichend für die Fenster zum Putzen, für den Bodenwischen oder für die Möbel und da einfach mit reinem Wasser. Also ein Allzweckreiniger eventuell, wenn stärkere Verschmutzungen sind, aber sonst genügt ein reines Wasser. Desinfektionsmittel haben im Kinderzimmer nichts verloren. Die werden wirklich nur dort eingesetzt, wo sie wirklich gebraucht werden, so wie in Krankenhäusern. Da hat man nur die Gefahr, dass man sich resistente Keime züchtet und das Immunsystem von den Kindern quasi gar nicht die Möglichkeit hat, trainiert zu werden. Da ist es wichtig, dass man die bunte Wäsche auch mit Buntwaschmittel wäscht. Wenn wirklich Flecken sind, die was schwer rausgehen, Gallseife verwenden. Und Vollwaschmittel wirklich nur dann, wenn weiße Wäsche zum Bleichen ist oder bei starker Verschmutzung. Generell genügt es, wenn man bei 30 oder 40 Grad die Wäsche wäscht und nicht so wie es oft häufig üblich ist, so 60 oder gar 90 Grad. Ganz wichtig ist noch, dass man keinen Weichspüler verwendet. Das ist einer der häufigsten Fehler, gerade bei Kindern, die eine sehr sensible Haut haben, reizt es nur zusätzlich die Haut. Das Beste ist einfach mit Hausverstand einkaufen. Das heißt, ich schaue mal das Spielzeug mir genau an,
ich rieche dran, ich fühle, ich schaue, ob irgendwelche scharfen Kanten oder irgendwelche gefährlichen Teile sind, die das Kind eventuell verschlucken könnte oder mit dem es sich auch irgendwie verletzen könnte. Dann schaue ich noch, ob ich rieche dran. Wenn ich schlecht rieche, lasse ich es gleich im Geschäft. Ich höre auch dran, wenn ich zum Beispiel eine Spieluhr kaufe, dann halte ich das direkt zu dem Ohr. Und wenn es zu laut ist, für mich schon, dann weiß ich auch, dass es für das Kind einfach zu laut ist. Also einfach den Hausverstand bei dem Einkauf einschalten, das ist das Beste. Man kann auf einzelne Siegel achten, also es gibt so gewisse unabhängige Siegel, auf die ich schauen kann. Es gibt zum Beispiel das Spielgutsiegel, steht für besonders pädagogisch wertvolles Spielzeug. Aber es gibt auch das GS-Siegel oder das einzelne TÜV-Siegel. Da weiß ich, dass die Sicherheit von dem Spielzeug schon mal geprüft wurde von einem unabhängigen Institut und ich kann mich auch dann darauf verlassen. Mhm. Wichtig ist auch, dass man einen gewissen Mut hat, dem Kind nicht so viel zu kaufen. Also nicht gleich jedem Wunsch auch nachzukommen von dem Kind, sondern ein bisschen so Mut zur Langeweile zu haben, dass das Kind einfach angespornt wird, eigene Kreativität zu entwickeln. Also wenn dem Kind langweilig ist, wird es selber aktiv, wird sich selber Spielzeug suchen und wird dann selber aktiv werden und wird selber kreativ werden. Und gut ist es auch zum Beispiel, dass man kann auch einfach Zeit schenken, dass man zum Beispiel alte Spiele mit dem Kind gemeinsam neu entdeckt, dass man seine eigenen Spiele, die man schon als Kind gespielt hat, jetzt wieder mit dem Kind spielt und so einfach dieses Wissen weitergibt und Zeit mit dem Kind verbringt.